Was geht? Ab meine kleinen Schildchen, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Bioshock Burial, let's see, Junge. Seebestattung Episode 1. Und ich glaube, ich habe mich letzte Folge gar nicht mehr genau hier umgesehen. Ja, weil ich bin nämlich letztes Mal einfach hier, als ich das Ding bekommen habe, hier wieder runtergejumpt. Und ich bin, glaube ich, gar nicht mehr hier hingelaufen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also hier kann man ja rum. Und ich glaube, dass ich hier gar nicht gewesen bin. So, weil ich musste noch mal ein Stückchen laufen, um zu dieser Stelle zu kommen. Und guck mal hier, das haben wir gar nicht gemacht, glaube ich. Wir sind da oben gar nicht gewesen. Wir können jetzt zumindest mal eben gucken. Allerdings... Oh, da wird schon heftig gefightet. Die Frage ist, ob es jetzt hier natürlich weitergeht oder wir da unten noch irgendwas finden werden. Dadurch, dass das verschlossen war. Lassen wir die sich erstmal gegenseitig killen. Spart Munition. Also gucke ich doch mal eben hier unten. Weil hier könnte ich quasi daneben die Tommy Gun kriegen und vielleicht ist hier ja jetzt auch gar nichts mehr. Guck mal, da ist nämlich noch ein bisschen... Oh, da ist so eine Infusion. Ja. Was nehmen wir denn? Gesundheitsinfusion. Boah. Eve. Boah, Gesundheit ist, glaube ich, echt erstmal... Boah, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Gesundheit nehmen. Das wäre schon mal nicht schlecht. So. Oh, da haben wir noch ein bisschen Munition für die Tommy Gun. Ein bisschen Alk. My dear, I know. Oh. Okay, wollen wir mal gucken. Scheiße, ich habe zu wenig Eve, um das zu benutzen. LOL! Ich habe auch noch daneben geschossen, ey. Ja! Ey, cool, danke schön. So. So, erstmal das Ding kaputt machen. Wo ist denn die alte? Da ist ja. Ah, daneben, ich habe noch einen Schuss. Ah, keine Muni mehr. Hilf mir. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie down? Ich glaube, die lebt noch. Sonst wäre die Mucke nicht mehr da. Na? Na, ich glaube, die ist down. Munition für die Tommy Gun. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Lockpick. Was wollen wir denn mehr? Eine Puppe, die wir zu Geld machen können. Ah, ein paar Chipse. Ja, muss sein. Ah, seht ihr, hier ist nämlich einfach nur noch so ein Raum gewesen. Hier geht es nämlich eigentlich gar nicht weiter. Also war es gut, dass wir uns das jetzt hier zuerst angesehen haben. Aber sonst ist hier eigentlich auch großartig nicht mehr wirklich was, ne? Nein. Sieht nicht danach aus. Was hast du denn hier? Wein trinken. Ja, wunderbar. Und noch ein paar Kippen rauchen. Da liegt noch ein Kistchen. Ah, sehr schön. Munition für meinen Revolver. Ja, dann können wir ja im Prinzip eigentlich wieder gehen, Elizabeth, ja. Folge mir auf Schritt und Tritt. Oh, da ist noch was. Geil. Sehr gut. Oh. Dann können wir jetzt da oben weiter, wo die sich gerade schon am Kloppen waren. Und mal ein bisschen mitmischen. Wo kommt ihr denn her? Da. Das hat gesessen. So. Haben die sich mal eben dahin gebeamt, oder was? Aber wieso zum Teufel kann ich nur 6 Schuss oder 12 Schuss maximal tragen? Das ist ja voll scheiße. War das im Hauptspiel damals auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Tja, oh, da ist sie ja schon. Tja, da wussten sie wahrscheinlich noch nicht, dass der Skyhook mal richtig krass vonnöten sein wird. Da ist noch ein Ausrüstungsgegenstand. Was finden wir denn heute? Hut, böses Auge. Waffenschaden erhöht sich, wenn der Spieler über Kim und Korn zielt und nach aufeinanderfolgenden Kills. Oh, Ausrüstung anlegen, würde ich sagen. Weil ich ziele im Prinzip... Ja gut, ich ziele selten über Kim und Korn, das stimmt eigentlich. Aber gut, wenn wir jetzt wissen, dass sich denn der Schaden erhöht... Oh, hier, das ist alles schon gelootet worden. Oh, was ist das denn da?
Ein Damenschuh. Oh, was? Ah! Hallo? Warte mal, wir könnten das einfach mal ganz einfach machen. Nee, das wollte ich gar nicht. Oh, ist schon down. Ja, nice. Hast du noch was für mich? Was? Ich brenne. Hm? Ist da noch was? Nee. Nee, ist nichts mehr. Gut. Was haben wir denn hier? Den. Der Home Delivery Elevator. Aha, okay. Aber erstmal will ich gucken, ob hier noch was ist. Ich weiß nicht, wie hierher gekommen. Nee. Ich bin immer so verwirrt. Da ist leer. Da ist noch Milch drin. Ein paar Dollars. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, oh. Ah! Au, 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 au! So, jetzt müsste ich das eigentlich per... So. Oh mein Gott. Dass das Ding natürlich hochgeht, ist natürlich nicht so praktisch. Oh, mein Revolver ist voll am Glühen, weil ich so viel damit geschossen habe. Oder wie sieht das aus? Meine Fresse, der ist aber krass am Glühen. Ach so, das ist, weil sich der Schaden erhöht. Ah, okay. Was ist das denn hier? Ah, ein Audiolog. Of my first play, the Herald said, a dead whale has washed up at the Schubert Theater and stinks a little more with each passing night. The Tribune called my first opera as having the effect of canceling out all of Mozart's classics in a single caterwaul. And now, critics take me to task for my humanitarian work. If I were not there to find a home for these orphans, would these belly achers take my place? An artist once said, all critics should be assassinated. I just might take him up on that. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, dass man bei den Audiologs. Nothing beats your first splice. From there, it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys who will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and all her Adam, they cut a less sympathetic figure. Ja, das stimmt wohl. Scheiß Freaks. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich hier die Untertitel. Ja, Dialoguntertitel gibt's nur, aber nicht die Audiolog-Untertitel. Das ist aber scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Kampftexte? Was sind denn Kampftexte? Allzeichen von uns. Nee. Nee, gibt wohl keine. Das ist aber schade, dass das nicht auf Deutsch vertont worden ist. What the fuck? Wahrscheinlich haben sie die gleichen Synchronsprecher nicht nochmal bekommen oder so. So, müssen wir jetzt auf den... okay. Oh, da ist noch eine Puppe drin, die wir zu Knete machen können. Ah, dann ist ja kein Geld mehr. Aber hier blinkt noch was. Und zwar Money Money. Oh, das gute alte Rapture, du. Sieht hier aber noch nicht ganz so zerstört aus. Short-circuited. Probably be able to pop it open with it. A jolt of shock jockey? You familiar with shock jockey? More than you could know. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Okay, tatsächlich, ich dachte, da ist so ein kleines Story-DLC, das ist hier, wir finden hier so ein Plasmid oder so, ja. Aber nix da. Wir brauchen tatsächlich sogar mehrere. Was haben wir denn hier? Ah. Was ist denn das denn? Department Store, okay. Ah, wir sind jetzt quasi ein Stockwerk drüber. Könnten wir nicht einfach jetzt hier dahin jumpen? Ja, haben wir auch noch was? Reisetasche. Soda, Hammer. So ein paar Lockpicks wäre noch geil.
Ladies wear! Oh, hübsche Püppchen, du. Stand above the crowd. Damenbekleidung. Jewelry. Sehr schön, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Geld. Hat er mich noch nicht bemerkt? Wir schleichen uns jetzt mal und geben dem voll einen von hinten. LOL! Das hat ihn sofort gekillt. Nice. Ah, hier ist nichts mehr. Hier war doch noch einer. Ich meine, da vorne, ja, aber. Oh, der hat mich gesehen. Die halten aber ganz schön viel aus, die mit ihren komischen Kisten auf dem Kopf. Oh. Was denn hier? Du hast auch nichts für mich. Ja, ein bisschen E-Fass, aber ich habe es nicht gebraucht. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Da ist noch ein bisschen Knete. Hast du wenigstens ein bisschen Muni für mich? Auch nicht. Nur Eve. Ich sollte ein bisschen mehr Eve benutzen. Ich kriege hier mehr Eve zurück als Munition. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist... Oh, Lockpick. Knacken nicht möglich. Benötigt 3 Lockpicks. Toll. Ich habe nur einen. Hammer. Dann bringt uns die Jewelry hier nichts. Vielleicht ist in ihrer Reisetasche da noch was. Ja, kommen wir gar nicht durch, ne? Okay. Auch nix. Na, dann mal. Ist hier noch was? Da ist noch was. Gesundheit. Dann nehmen wir mal ein Stockwerk nach oben. So. Dann haben wir hier. Ja, auch nochmal einen schönen Shop. Oh, das ist eine, oh, ein bisschen Revolver-Muni. Das gefällt mir. What? So, jetzt werden wir da so lange drauf kloppen, bis das Ding platt ist. Aufgepasst. Oh, das dauert aber ganz schön lange. Boah, dann so. Munition für Tommy Gun. Ja, toll, ja. Drücke N, um den Weg zu deinem aktuellen Ziel zu finden. Ja, stimmt, das ging ja bei Bioshock auch. Ja, Arsch, ey, das ist schon. Ja, ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, seit ich das Spiel gespielt habe. Knapp ein halbes Jahr. Ja. Also, das ist auch jetzt nicht mal irgendwie gestern gewesen. Da vergisst man schon mal das eine oder andere. Okay, dann. Wo muss ich denn eigentlich hin? Eigentlich muss ich da runter. Ja, gut. Aber. Ne, das ist mein eigentliches Ziel. Aber ich muss ja erstmal ein paar Plasmide hier haben. Oh, guck mal da. LOL. Der automatische Anvisierung. What the fuck? Oh, was war das? Bleib stehen. Jawohl. Zack! Keine Munition mehr, aber ich glaube, damit haben wir sie beide platt gemacht. Du hast einen Apfel für mich. Hammer. Toll. Dann müssen wir jetzt die Tommy Gun nehmen hier. Die sehen aber anders aus als... in Bioshock, also in Infinite, sage ich jetzt mal, im Hauptspiel. Die sehen so ein bisschen Rapture-mäßiger aus. Sage ich jetzt einfach mal. From Ryan Private Security. So. Leiche, du... Was? Wie? Oh, da ist ein Lockpick. Aber da komme ich nicht durch. Wieso komme ich denn da jetzt schon wieder nicht rein? Kann mir jemand mal verraten? Was zum Teufel? Ich meine, da ist da was drin. Ah, wäre noch Tommy Gun Munition gewesen. Und da ist ein Anglerfisch. Guck euch das hübsche Fischchen an, du. Was ein schönes Tier. Oh, geil, ey. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Dass ich da nicht durchkomme, das zackt mich jetzt aber ganz schön derbe an. Das muss ich mal ganz einfach sagen. Warte mal, da ist doch... Ach, da ist so ein Kombinationsding hier. Oh Gott. Das sind 4 Walzen. Ja, super. Wenn ich da den Code nicht weiß,
Das bringt mich natürlich überhaupt nicht weiter jetzt. So, sind wir da schon drin gewesen? Achso, da war nix. Per Frachthaken kannst du auf höhere Ebenen gelangen und Hindernisse überwinden. Ja, du wartest unten. Das ist ja wunderschön. Aber das bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich meine, da ist noch ein Frachthaken. Oh, da oben kann ich noch hin. Cool! Guck mal, geil! Halsband. Ja, das war aber ein bisschen Gesundheit. Was liegt hier? Oh, geil! Ja, toll, das haben wir doch schon. Oh, schade. Da blinkt aber noch was. Da ist noch Geld. Komm, gib mir da. Wieso kann ich die Knete denn nicht einsammeln? Das ist ja scheiße. Da, jetzt. So. Ja, sonst ist hier aber leider nichts. Da blinkt noch was. Juhu! Tja, ohne Code gibt es da mal leider kein Weiterkommen. Heißt also, wir folgen jetzt einfach mal wieder unserem aktuellen Ziel. Ja, super. Ich meine, das muss ich wieder... Ja gut, der wird mich aber jetzt... Der wird mich aber doch jetzt dahin schicken, wo ich eigentlich hin soll. Aber ich komme ja da nicht weiter, wenn man dieses Eis... What? LOL! Alter, wie ich das überhaupt nicht gesehen habe. Wie geil ist das denn? Ah! Mehr, du Nutte! Hier, bam, Junge! So. Ah! Waffenwechsel! So, du weg. Auch weg. Und du auch weg. Jetzt haben wir aber ordentlich Munition verballert. Das muss man mal ganz einfach sagen. Aber wie viel Leben wir auch verloren haben. Ich mich jetzt ein bisschen überrumpelt gefühlt, mal ganz ehrlich hier, ja? So. Ja, keine Munition dafür, hammer geil. So. Jack Rost's Village. Da kriegen wir wahrscheinlich unser Eisplasmid. Aber hier sind noch Fontaine-Plasmids mit Schock-Jockey. Was brauchen wir denn? Ja. Can you open this, Elizabeth? On it. Einen. Got it. Got it! Also gehen wir jetzt erstmal hier rein, würde ich einfach mal sagen. Oh. Kloppt euch mal gegenseitig jetzt. Geil. Da oben kam doch auch noch einer an, oder? Wie die sich jetzt erstmal voll am Kloppen sind. Oder kommen die jetzt zu mir? Ah! Ah, jetzt du. So, du auch. Das war's, oder? Ich habe sogar fast kein Leben mehr. Scheiß mal die Wand an. Oh, hier liegt überall Schockjockey rum. Aber die haben sich natürlich schon alles wieder unter ihre fleißigen Finger gekrallt, genagelt, ihr wisst schon, was ich meine. Lalala. Oh, guckt euch das an hier, ey. Voll die tiefe Schlucht und so. Oh, wie alle Flaschen leer sind, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese gierigen Motherfucker einfach nur. Haha. Kriege ich den auf? Drei Lockpicks knacken nicht möglich. Wir müssen wohl noch einen Lockpick finden, um diesen Tresor zu öffnen. Besuche Rapture on Ice. Ja, das ist halt. Ja, aber ich hole mir jetzt erstmal Schockjockey. Ganz einfach. So, Feierabend. Ganz einfach. So mache ich das nämlich.
Dann brauche ich nämlich Ryan's Plasmid nicht mehr zu besuchen. Dann haben wir quasi das schon gemacht. Ah, gut. Alles klar, sonst ist hier nämlich nichts mehr. Krass, wie viel? Das ist ein richtiger Handel damit gewesen. Ich meine, gut, das wissen wir ja schon aus Infinite, aber... He needed somewhere to put Fontaine's butler. Why not shut down the competition in the bargain? But I thought Andrew Ryan was all about free markets and open competition. All those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch. Either way, Fontaine's dead. Fontaine is tot. Oh, Jack Frost Village. Hier müssen wir wahrscheinlich dann auch rein, ne? Ja, vollkommen korrekt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier noch so am Start ist. Ja, hier kriegen wir nämlich noch Muni, die wir wahrscheinlich auch gleich brauchen werden, wenn wir da reingehen. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Genbanken verkaufen Plasmid-Upgrades. Ja, Frost Boost. Bringt mir nichts, hab ich nicht. Bockender Bronco gibt es ja natürlich auch noch. Was ist das hier? Reduziert die Menge des Eve, die für BH schon benötigt wäre. Ich guck mal, ich habe $279. Da kann ich mir natürlich noch ein bisschen was hier kaufen. Ja, komm, machen wir das mal, ja? So, 100. Wunderbar. So. Der Zirkus der Werte. Munition für Revolver, Munition für Tommy Gun. Da haben wir aber eigentlich 22 von 70 habe ich nur. Ach komm, wir haben genug Money. Wir haben aber absolut genug Money, um da mal ein bisschen zu kaufen. So, hier, jetzt haben wir volle Munition. Wunderbar. Alter, verdammt, wo kommen die denn schon wieder her? Na, klopft euch erstmal gegenseitig. So. Oh, die sind sogar beide getroffen worden. Ne, nur einer. Ja, haut euch gegenseitig zu Muße. So möchte ich das sehen. Lol, nice. Der hat den mit der Schusswaffe platt gemacht. So muss das natürlich sein. Hier, da. Nein! Zack, zack. Lol. Two-Face, Junge. So, jetzt möchte ich bitte gerne noch die Munition haben. So. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt in die Winterwunderlandschaft gehen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ja, so einfach ist das nämlich. Sondern erst in der nächsten. Ja, ich sage euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr winterlich morgen um 17.30 Uhr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Bioshock Hardy. Miau! Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.